Wir sind aktuell in der Steinstraße. Hier ist auf der Hauptverkehrsstraße ein Linienbus des HVV in einen LKW gekracht. Aktuell versuchen Rettungskräfte den verletzten Busfahrer, der hier in dem Bus eingeklemmt ist, zu befreien. Die Feuerwehrkräfte sind aktuell dabei, um diesen Bus, der sich mit dem LKW verkeilt hatte, wegzurollen. Hier ist ein LKW der Feuerwehr, der nun versucht, die beiden eingeteilten Fahrzeuge auseinanderzuholen. Nein, ich will einmal Abstand nehmen, das macht nichts, weil da kommt gleich Spannung drauf, nicht dass Sie nicht, ne? Der Verkehr hier rund um die Steinstraße kommt zum Erliegen. Autofahrer, die jetzt gerade im Bereich Innenstadt rund um die Steinstraße, Mönckebergstraße, Wallringtunnel sind, den rät die Polizei, große Umwege zu fahren. Hier in der Steinstraße in Richtung stadtauswärts ist vor einer halben Stunde zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Bus des HVV ist auf einen LKW aufgefahren und aktuell versuchen die Rettungskräfte den verletzten Busfahrer, der in dem Bus eingeklemmt ist, zu befreien. Für all diejenigen, die im Bereich Innenstadt jetzt unterwegs sind, die Autofahrer sollten einen großen Bogen hier rund um die Steinstraße, die Mönckebergstraße und auch im Wallringtunnel kommt es zu Staus, deswegen sollte man hier große Umwege fahren.
weil immer wieder Fragen auftauchen. Der Unfall eines Linienbusses mit einem LKW ist in der Steinstraße hier in der Hamburger Innenstadt passiert. Und aktuell versuchen Rettungskräfte den Busfahrer, der hier eingeklemmt ist, in dem Linienbus der Linie 124 in Richtung Bergedorf zu befreien. Die Passagiere, die im Bus waren, sind mittlerweile alle rausgebracht worden. Die schwerverletzte Person, die nun noch im Bus drin ist, ist ein Busfahrer, der aktuell von den Rettungskräften versorgt wird.